Mein Name ist Yvonne Quack. Ich bin im Bereich Konto und Betreuung tätig. In diesem Video erkläre ich Ihnen, welche Wege es zur Öffnung eines Girokontos gibt und welche Unterlagen Sie zugesandt bekommen. Gehen Sie auf www.comdirect.de. Gehen Sie dann auf Girokonto und klicken Sie auf Konto online eröffnen. Dort haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens für Neukunden und zweitens für Comdirect-Kunden. Klicken Sie auf Neukunden. Dort haben Sie die Möglichkeit, online einfach und schnell Ihre Daten einzugeben. Im Nachhinein kontrollieren Sie diese, sind alle korrekt, drucken Sie den Eröffnungsantrag aus und schicken uns diesen unterschrieben per Post zu. Zusätzlich benötigen wir eine Identitätsfeststellung. Dafür bietet Ihnen Comdirect zwei Möglichkeiten. Zum einen das Postident-Verfahren oder das Videoident. Weitere Informationen zur Kontoeröffnung finden Sie auf dem i. Sobald uns alle Unterlagen vorliegen, erhalten Sie in den nächsten Tagen Post von uns, angefangen mit dem Willkommenspaket. Drin enthalten ist die Kundenkarte mit der Zugangsnummer, die Sie für einige Bankgeschäfte benötigen. Im ersten Brief erhalten Sie die PIN für den persönlichen Bereich. Danach kommt die Girocard. Der dazugehörige PIN wird selbstverständlich im separaten Umschlag aus Sicherheitsgründen versandt. Haben Sie einen Dispositionskredit beantragt, erhalten Sie hierfür im vierten Brief die Bestätigung. Haben Sie eine Visakarte beantragt, wird diese ohne PIN versandt. Bei der Visakarte haben Sie die Möglichkeit, sich im persönlichen Bereich eine Wunsch-PIN zu vergeben. Zuallerletzt erfolgt im fünften Brief die TAN-Liste. Es kann aber immer mal sein, dass die Reihenfolge variiert. Weitere Informationen zu Login- und Zugangsdaten finden Sie in diesem Video. Haben Sie alle Briefe erhalten, sind Sie startklar. Benötigen Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen, rufen Sie einfach unseren Kundenservice an, gehen auf unsere Website oder schreiben uns einen Kommentar.